Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video Raid Shadow Legends mit mir, Oliver. Und wir gucken uns heute die Patch Notes oder beziehungsweise den Patch, der jetzt live ist, an, inklusive Bazaar, inklusive täglichen neuen Champions, die es geben wird und natürlich allem, was noch so dazugehört. Da werden wir uns auf jeden Fall mal alles anschauen. Und ja, ich weiß, das Video kommt wieder später als von allen anderen oder sowas und ich nehme Beschwerden natürlich sehr gerne entgegen, aber ich habe halt auch noch andere Sachen zu tun und das möchte ich gerne, dass es auch manchmal ein paar Leute vielleicht auch verinnerlichen, dass man nicht nur immer da sitzt und wartet, bis irgendwann Plarium sich entscheidet, irgendeine News reinzuhauen oder irgendein Update zu machen und man dann nicht sofort auf den Aufnahmeknopf drücken kann. Also ich lebe nicht von YouTube. Nur nochmal vielleicht für die, die es immer noch nicht verstanden haben. Okay, gucken wir mal ins Spiel. So, gehen wir mal gleich direkt in die Neuigkeiten rein, weil da steht ja alles drin. Zu den Updates, News. Ich werde auch nicht alles vorlesen. Wir gucken es uns aber mal an. Also Goldbarren und Bazaar. Bazaar ist online. Goldbarren gibt es auch. Da gucken wir dann gleich mal, wann gibt es wie viel Goldbarren, ab welcher Stufe, für wie viele Kämpfe, wöchentlich, bla bla blub. Ich meine, das steht hier auch alles drin. Könnt ihr euch auch alles natürlich selber logischerweise durchlesen. Muss ich jetzt wahrscheinlich nicht machen. Dass es ein Kauflimit gibt und so weiter, das steht hier auch nochmal da. Und eine Abklingzeit, also das heißt, ihr könnt jetzt nicht fünfmal hintereinander direkt 1000 Energie kaufen oder sowas. Das geht nicht, sondern ihr könnt es halt einmal kaufen. Es gibt eine Abklingzeit und nachdem diese Abklingzeit dann wieder vorüber ist, kann man diesen Gegenstand halt wieder kaufen. Es gibt die exklusiven Bazaar-Schmuckstücke, die haben wir uns ja schon mal angeguckt. Reinigendes Schmuckstück, 8% Chance, dem Träger pro Runde einen zufälligen Debuff zu entfernen. Aber ich glaube, diese 8% sind abhängig davon, wie viele Teile man von diesen Schmuckstücken anlegt. Das war jedenfalls bisher so. Muss man gucken, ob ich jetzt an so ein reinigendes Schmuckstück rankomme, um das nochmal zu prüfen, ob das tatsächlich der Fall ist. Dass es wieder pro Schmuckstück, was man angelegt hat, eben eine gesteigerte Chance gibt. Also wenn, dann wahrscheinlich 8, 16, 24 oder so. Ich glaube, so war das. Chance, dem Träger pro Runde einen zufälligen Debuff zu entfernen. Okay, kann ganz nett sein, aber sehe jetzt nicht unbedingt die Verwendung. Wenn wir jetzt zum Beispiel in Teams haben, eigentlich immer irgendwo jemanden drin, der entweder Debuffs entfernen kann, der Debuffs blocken kann. Also ich glaube nicht, dass es zwingend erforderlich ist, so ein Schmuckstück oder mehrere solche Schmuckstücke anzulegen. Da haben wir, glaube ich, auch andere Schmuckstücke, die man nehmen können. Aber es wäre natürlich eine gute Ergänzung, um zu sagen, das sind die ersten beiden Set-Schmuckstücke, die man bekommen kann und es wird noch mehr davon geben. Da wäre es natürlich cool, wenn es vielleicht auch farmbar wäre bei der Spinne, dann solche Set-Schmuckstücke mit anderen Effekten. Also das ist vielleicht nur der Beginn von etwas größerem Neuen. Bin gespannt. Erneuerungsschmuckstück, 5% Chance auf Verhinderung, dass einer Fähigkeit nach Anwendung Abklingzeit verliehen wird. Das kann sehr interessant vielleicht noch werden. Ich sage mal so, muss nicht unbedingt zwingend sein, aber ich glaube, wenn man Abklingzeiten hat, die entweder eine relativ lange Abklingzeit haben, wo man sagt, die möchte ich eigentlich sofort wieder einsetzen, wie zum Beispiel bei Prinz Kumar oder so. Das könnte mir vielleicht noch ganz interessant sein, vorstellen. Zum Beispiel, stellt euch vor, ihr habt Prinz Kumar, der setzt die Abklingzeiten der anderen Leute alle zurück, die machen ihr Ding nochmal und dann wird seine Abklingzeit nicht ausgelöst. Also das wäre hier Erneuerungsschmuckstück, löst quasi die Abklingzeit nicht aus und er kann dann nochmal in der nächsten Runde auch wieder alle Abklingzeiten aller anderen Teammitglieder zurücksetzen. Das wäre zum Beispiel eine Verwendung, wo ich mir vorstellen könnte, dass es funktioniert, aber es ist halt auch, ja, die Frage, 5% Chance, 10, 15%, wir haben sowas ja auch in den passiven Skills. Stackt sich das dann vielleicht, wenn man sagt, bei den passiven Skills hat man sowas auch genommen? Also erhöht sich dann die Chance nochmal mehr oder nicht? Das wird man sicherlich ausprobieren müssen. Champion-Fragmente. Bis jetzt ist es nur Hordin, der drin steht. Das können wir uns auch gleich nochmal angucken mit den Champion-Fragmenten. Hier ist ein Beispiel in Foli und Dracomorph-Fragmenten.
Beziehungsweise mit Foli-Fragmenten und nicht mehr um Dracomorph oder einen Armchair-Champion zu beschwören. Also ob jetzt Foli auch nochmal kommt, das steht jetzt hier nicht drin. Bis jetzt sieht man nur Hoardin im Portal, kann man das sehen. Tägliche Login-Belohnung, die Champions gucken wir uns nochmal an. Da hatte ich ja schon mal eine Meinung im Stream dazu gesagt. Verbesserung der Tech-Team-Arena, genau. Neuer Stufentab in der Tech-Team-Arena. Informationen über neue Schmuckstücke, also eher so Anzeigegeschichte. Fehler wurde ausgemerzt, dass während Schlachten in der Tag Team Arena die Champion-Infos über den Chat geöffnet wurden. Okay, habe ich noch nicht erlebt, dass das passiert ist, aber hatten scheinbar einige Spieler. Weiß auch nicht, ob das jetzt irgendwie ein schlimmer Bug gewesen ist, wenn sich jetzt die Champion-Infos öffneten. Champions, die als Anführer in der Tag Arena ausgewählt werden, bleiben jetzt auch nach ihrem Aufstieg im Team. Okay, das ist natürlich wichtig, dass wenn ich einen Champion aufsteigen lasse, dass der dann auch in den Teams drin bleibt und nicht rausfliegt. Das wäre dann immer blöd. Es wurde ein Fehler behoben, der das Spiel einfrieren ließ, wenn auf Android gleichzeitig Schlacht überspringen, bla bla bla, gedrückt wurde. Ja, Spiel einfrieren ist immer nicht so schön, habe ich jetzt aber noch nicht erlebt, weil ich nicht auf Android gespielt habe. Ein Fehler, der zu Abstürzen bei der Nutzung von Drag and Drop führt, das habe ich auch noch nicht gehabt, aber ist natürlich blöd, wenn man Drag and Drop macht und dann stürzt das Spiel immer wieder ab. Das Format des Schlachtzählers in der oberen rechten Bildschirmecke wurde korrigiert, neue Musik. Okay, ich spiele meistens ohne Musik wegen Aufnahme- und Lizenzrechten. Ein Problem bei niedriger Auflösung mit dem Ergebnisansicht, bla bla bla. Also eher so Sachen, was ich mir halt gewünscht hätte, noch so eine Möglichkeit zu sagen, wir kümmern uns noch um die Cheater oder um die anderen Sachen, die uns halt nerven in der Tag-Team-Arena mit diesen Team-Matchings und so weiter. Das wurde leider nicht mit berücksichtigt. Champion-Korrektion. Hier wurde sehr, sehr viel korrigiert, was auch vorab nicht angekündigt wurde, muss man dazu sagen. Also eine Woche vor dem Release des Updates wurde nicht direkt angekündigt, welche Champion-Korrekturen es geben wird. Und es wurde auch im Content-Creator-Chat gezielt danach gefragt, ob es welche geben wird. Und dann wurde gesagt, nein, in diesem Update wird es keine Balancings geben. Und jetzt gibt es Balancings. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man innerhalb von einer Woche, bevor irgendwas live geht, nicht sagen kann, dass irgendwas noch drin ist in diesem Update. Und man dann sagt, nee, das ist nicht drin in diesem Update. Aber man hat natürlich hier einige Fehler korrigiert. Und ich muss sagen, das ist sehr traurig, dass solche Fehler hier vorkommen. Also man muss es sich ja mal wirklich vor das innere Auge führen. Verzögerung, die bei Nutzung des Schadensreflexionsbuffs in Kombination mit passiven Fähigkeiten die Champions wiederbeleben auftrat, wurde behoben. Also das heißt, Schadensreflexion funktionierte gar nicht komplett immer richtig, wenn man zum Beispiel Champions wiederbelebt hat oder sowas, wie zum Beispiel bei Morley Tanker. Unsterblich-Buff wird nicht mehr vorzeitig entfernt. Das ist auch krass. Also Unsterblich-Buffs dürfen nicht vorzeitig entfernt werden. Wie kann sowas passieren? Also wenn ich mir diese Liste hier angucke, dann ist das wirklich ziemlich viel, was hier passiert ist. Wir haben bei Rotos Sachen, die nicht so funktionierten, wie sie funktionieren. Wir haben einen Tormin, wir haben Krautaxa, Foli, Suserain Carton, Arbiter, Mortomakab, Dracomorph und Baron, Kantra Wirbelwind. Also wir haben hier sehr, sehr viele Fehler bei den Legendären und wir haben hier auch Grafikkorrekturen natürlich nochmal dabei. Und da frage ich mich halt, wie kommen diese Fehler eigentlich hier rein? Das kann ja eigentlich nicht sein, dass solche Fehler im Spiel vorkommen. Es muss doch ein Test stattfinden, wenn man neue Helden einführt. Zum Beispiel Fusionshelden wie Rotos und Tormin müssen doch durchgehend in verschiedenen Versionen von verschiedenen Zusammenstellungen getestet werden, ob ihre Skills funktionieren oder nicht funktionieren. Und es kann doch nicht dann durch die Spieler festgestellt werden, dass hier irgendwas nicht richtig funktioniert. Also Skills und Champions ist das, was eigentlich immer funktionieren sollte. Und wir haben sehr, 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 sehr viele andere Anpassungen, Verbesserungen der Spiel. Erfahrungen, die hier auch noch gemacht worden sind, aber das könnt ihr euch, glaube ich, auch selber nochmal durchlesen. Also ja, es ist sehr, sehr traurig, dass halt solche Sachen im Nachhinein jetzt verbessert werden müssen. Es ist schön, dass sie es getan haben und gemerkt haben, dass irgendwas nicht so funktioniert, aber es ist halt sehr, sehr traurig, dass es überhaupt im Spiel solche Fehler gibt, vor allen Dingen mit einzelnen Champions. Und mit einzelnen Buffs oder Debuffs, also Buffs und Debuffs, sollten definitiv hundertprozentig so funktionieren, wie sie sollten. Und auch Champions sollten hundertprozentig so funktionieren, wie sie sollten, dass man ein Spiel an irgendeiner Stelle abstürzen kann oder dass mal irgendwas falsch angezeigt werden kann. Okay,
Da gehe ich mit, das ist in Ordnung, aber Champions sollten definitiv funktionieren. Bosse mit ihren Fähigkeiten sollten definitiv funktionieren. Am Ende wird mal festgestellt, dass der Clan-Boss irgendwie gar nicht so funktioniert, wie er soll. Dann wird das geändert und dann machen plötzlich alle nur noch 10% Schaden von dem, was sie vorher gemacht haben. So manchmal kommt mir das manchmal so vor, ne? Es ist wie, man erfährt auch nie, ob mal Multiplikatoren von irgendwelchen Champions angepasst worden sind. So Schadensmultiplikatoren kennt man halt nicht direkt. Das kann man testen, kann man austesten, rausfinden, wie diese Multiplikatoren sind. Aber man kann ja nicht nach jedem Update gucken, ob bei allen Champions die Multiplikatoren noch gleich sind. Das wurde ja auch ganz gern mal so im Heimlichen angepasst. Und das kann halt auch nicht sein. Das finde ich nicht in Ordnung, sowas. Und jetzt gucken wir uns aber mal das Erfreuliche an. Wir haben jetzt 270 Tage Login-Belohnungen. Ich sage mal so, Tainix Giftblume gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Das habe ich mir schon mal angeguckt. Garrosh der Zerquetscher. Ich weiß noch nicht genau, wie ich ihn einordnen soll. Ich fand jetzt sein Skillset ein bisschen schwach im Gegensatz zu den anderen beiden. Von ihr finde ich auch ganz gut, aber ist jetzt niemand, wo ich sage, brauche ich unbedingt. Und bei ihr würde ich sagen, sie kann man wahrscheinlich am ehesten benutzen in Teams und auch in Fraktionsgruften, weil ich denke, die drei sind hier wirklich speziell für die Fraktionsgruften erschaffen worden. Aber gucken wir uns mal die Champions an. Tainix Giftblume, wie gesagt, finde ich auf jeden Fall gut. Ich sage mal so, dass den Skin gibt es so ähnlich, glaube ich, schon mal. Flügel wurden hinzugefügt und angepasst. Das ist was Neues. Ansonsten erinnert sie mich, glaube ich, schon an einen anderen Champion, den es gibt. Aber es kann auch sein, dass einfach die Farben das Ganze ausmachen. Müsste ich dann nochmal gucken, wer noch existiert. Dämonenbrut, die sehen ja auch relativ gleich aus meistens. Greift zweimal zufällig an, jeder Treffer auf ein Ziel. Auf einem Ziel, das einem Geschwindigkeitsverringerer Debuff unterliegt, heilt alle Verbündeten um 13% der LP dieses Champions, Schaden basierend auf Angriff. Sehr schade, dass der Schaden auf Angriff und nicht auf LP basiert. Das finde ich eigentlich besser, weil sie sollte halt einen relativ hohen LP-Wert, denke ich mal, bekommen. Da müssen wir dann nochmal gucken, wie ihre LP, wenn sie gemaxt ist, aussehen. Aber die LP, die Ausgangs-LP, scheinen schon relativ hoch zu sein. Greift einen Gegner an, bietet eine Chance von 50% dem Ziel für 2 Runden einen 30% Geschwindigkeitsverringerer Debuff zu verleihen, hat, wenn dieser Treffer kritisch trifft, eine Chance von 50% allen Gegnern für 2 Runden einen 30% Geschwindigkeitsverringerer zu verleihen. Das heißt aber auch, wir können diese 50% nochmal steigern auf 60, 70, 80, 90, 100. Also 100%, das ist auf jeden Fall ein Skill, den man dann upgraden will. Ich möchte, dass alle einen Geschwindigkeitsverringerer bekommen, damit ihre A1, egal wen sie trifft, weil sie ja zufällig angreift, immer jemanden mit einem Geschwindigkeitsverringerer trifft. Oder man kann natürlich auch sagen, ich habe jemanden anders im Team, der sowieso schon auf alle einen Geschwindigkeitsverringerer setzt. Dann braucht man auch diesen Skill nicht mehr unbedingt abzugraden, weil dann kann man darauf verzichten und dann funktioniert natürlich die A1 trotzdem. Die A3 ist eine passive Fähigkeit, senkt den Schaden, den alle Verbündeten erleiden, um 5%. Dieser Champion erleidet stattdessen diesen Schaden, wenn das Team mit dieser Fähigkeit mehrere Champions erhält, wird nur einer aktiviert. Da gibt es ja schon einen passiven Skill, der sowas Ähnliches macht. Das heißt, bei ihr, wenn man sie als Tank baut, braucht man nicht unbedingt diesen passiven Skill. Dann kann man auch andere Sachen auswählen, um sie eher am Leben zu halten. Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass man im Support- und defensiven Skillbaum ganz gut bei ihr gehen kann, weil die 3% Heilung richten sich ja zum Beispiel nicht nach ihrem angerichteten Schaden, sondern richten sich ja nach ihrer LP und ihr Schaden basiert ja auf Angriff. Das heißt, wenn ich sie sowieso auf LP baue, leidet meistens der Angriff eh drunter. Das heißt, so viel Schaden wird sie wahrscheinlich nicht machen, aber als Tank und Supporter lange durchzuhalten, um das Team eben immer wieder zu heilen und den Schaden von allen zu reduzieren, braucht halt viele LP und ein bisschen Defensive, damit sie das durchziehen kann. Und LP von verbündeten Fraktionsgruften um 30% ist auch ein guter Skill für Fraktionsgruften. Also ich denke, wenn man Fraktionsgruften Probleme hat, am Leben zu bleiben, sie auf jeden Fall ziemlich gut. Lasst mich mal in den Kommentaren wissen, ob wir sie mal wirklich komplett hochziehen sollen, sobald ich sie bekommen habe. So, dann haben wir hier Grusch, der Zerquetscher, also Crush könnte man ja fast aussprechen. So. A1 greift einen Gegner an, bietet eine Chance von 50%, dem Ziel vor dem Angriff für 2 Runden einen Entziehen-Debuff zu verleihen. Also wichtig ist auch, dass er es vorher macht. Also sobald er ihn angreift, ist der Entziehen-Debuff dann schon drauf und er heilt sich damit auch schon selbst. Leider nur ein Gegner, nicht alle Gegner, finde ich ein bisschen schade.
Greift alle Gegner an, bietet eine Chance von 60% für 250% Angriffsverringerer Debuff oder einen 30% Crit Damage Senkungs Debuff zu verleihen. Wobei ich eigentlich den Angriffsverringerer für Fraktionsgruften, Dungeons so am wichtigsten halte und den Crit Damage Senkung eher für Arena. Aber leider kann man sich das nicht aussuchen. Wäre eigentlich schön, wenn er es beides machen würde und nicht nur einen davon. Also das ist leider so ein bisschen doof, sage ich mal, weil man hier immer noch sich drauf verlassen muss. Ich hoffe, der Angriffsverringerer kommt. Ich hoffe, der Crit-Verringerer kommt. Also man kann es quasi nicht aussuchen, man kann nur hoffen. Greift alle Gegner an, verleiht allen Verbündeten für 2 Runden einen 15% Dauerheilungsbuff, verleiht, wenn mindestens ein Gegner einen kritischen Treffer hält, allen Verbündeten für eine Runde einen 7,5% Dauerheilungsbuff. Das heißt also, beides wird verliehen. Er sollte halt auch Crit-Quote dann 100% haben, damit er kritisch trifft, oder jemanden mit Crit-Quotensteigerer im Team, um ihn da zu supporten. Dann kann er nämlich auch das Team mit Heilung unterstützen. Macht sich auch gut mit dem Entziehen-Debuff, ist aber wie gesagt leider nur auf einem Ziel. Aber wenn der Boss quasi das Ziel vom Entziehen-Debuff ist, kriegt ja jeder, der den Boss angreift, auch eine Heilung. Sozusagen, also Doppelheilung hier mit drin. Und diesen zweiten Skill, ja, ist halt 50-50. Crit-Damage-Steigerer bei einem Boss bringt meistens nicht so viel. Man möchte meistens lieber den Crit-Damage-Senkung. Bei einem Boss bringt meistens nicht so viel. Angriffsverringerer will man meistens eher bei Bossen haben. Von daher ein bisschen schade, dass halt nicht beides draufkommt. Und er steigert auch die Defensive von verbündeten Fraktionsgruften um 30%. Also hier auch für Fraktionsgruften. Und wie gesagt, also ob man bei den Fraktionsgruften-Bossen nicht lieber den Angriffsverringerer haben will. Man hätte den Skill ja auch so gestalten können, wenn man gegen den Boss kämpft, dann wirkt er den Angriffsverringerer und ansonsten bei Wellen oder so macht er den Crit-Damage-Senker. Das wäre vielleicht auch eine Anpassungsmöglichkeit für diesen Skill hier und vielleicht ein Ticken besser. So, unsere legendäre Championette für die Dunkelelfen sieht auf jeden Fall vom Skin auch sehr, sehr nice aus. Ich glaube, von Skin ist sie die beste hier. Von den drei neuen insgesamt. Man muss natürlich auch sagen, also der Ausschnitt, wie kommt man auf solche Ideen, so einen Ausschnitt hier hinten zu machen? Hier vorne hat sie vorne den Ausschnitt und hier hinten hat sie am Po den Ausschnitt. Das ist ja, ich weiß nicht. Also ist natürlich eine schicke, ne? Aber also so ein bisschen sexy muss es halt immer sein. Ne? Es geht nicht, dass man einen weiblichen Champion macht, der nicht irgendwie sexy angezogen ist seit geraumer Zeit bei Raid Shadow Legends. Greift ein Gegner zweimal an. Jeder Treffer bietet eine Chance von 80% das Rundenmeter des Ziels um 10% zu verringern. Steigert das Rundenmeter dieses Champions um den gleichen Wert. Okay, das ist auf jeden Fall ein cooler Skill. Rundenmeter senken, Rundenmeter steigern. Wenn sie das relativ häufig macht, ist sie wahrscheinlich auch ziemlich oft dran. Also wenn man sie auch mit Geschwindigkeit, denke ich mal, baut, dann sollte sie auch relativ schnell sein. Hat auch den Geschwindigkeitsverringerer, das heißt, es macht sie natürlich nochmal umso schneller, wenn wir einen Geschwindigkeitssteigerer drauf haben und sie auch noch ein bisschen schneller machen können. Greift alle Gegner an, bietet eine Chance von 75%, ihnen für 2 Runden einen 30% Geschwindigkeitsverringerer Debuff zu verleihen. Verleiht für 2 Runden ein Schild im Wert von 20% der maximalen LP dieses Champions. Verleiht natürlich nur ihr den Schild, wie es aussieht. Also es steht nicht, verleiht für 2 Runden ein Schild auf alle, sondern es steht halt nur, dass es quasi nur ihr, also steht es, verleiht ein Schild, steht nicht da, dass es nur ihr oder allen. Müsste man dann mal testen, ob es jetzt auf alle geht. Wenn es auf alle geht, ist es natürlich sehr nice, ein Schild zu bekommen. Wieder auf LP basieren, also auch ihr LP-Wert sieht so aus, als wäre relativ hoch, wenn man sie upgradet. Also hier könnte sehr interessant sein, wenn sie es tatsächlich aufs Team macht, weil vor allen Dingen heißt ja der Skill auch böse Alliierte. Das heißt, vielleicht wirklich auf die Alliierten, aber es sieht theoretisch erstmal nur so aus, als ob der Schild nur auf sie geht. Kann man halt jetzt noch nicht so wirklich hundertprozentig sagen anhand der Beschreibung, aber ich würde vermuten, sie kriegt nur den Schild. Verleiht dem Ziel für eine Runde ein Provozieren-Debuff, verleiht zudem allen Verbündeten für 2 Runden einen 50% Verbündeten-Schutz-Buff, also jemand, der sozusagen das Team schützen kann, auf jeden Fall sehr gut. Ich weiß auch noch nicht, wie ich das betrachten soll von diesem Provozieren-Debuff, also der scheint ja wirklich zu 100% die Möglichkeit zu haben, auf zu verliehen zu werden, dann kriegt sie natürlich den Schaden und die Verbündeten mit dem Verbündetenschutz kriegen jetzt nicht so viel Schaden ab.
Zum Glück geht das Ganze ja nicht auf alle Gegner, sonst wäre der Verbündetenschutz dann auch sinnlos. Ja, ist natürlich ein netter Skill. Weiß nicht, ob der wirklich so 100% viel bringen wird, aber muss man wahrscheinlich auch getestet haben, ihr Skillset. Steigert Defensive von verbündeten Fraktionsgruften um 37%. Gucken wir uns nochmal ganz kurz die Werte an von ihr, wenn sie komplett aufgebaut ist. Also einmal von der Dämonenbrut Championette von der neuen würde es mich natürlich interessieren. Das ist sie hier. 17.000. Okay, das ist in Ordnung von den Lebenspunkten. Ist jetzt nicht das Höchste, aber man kann sie relativ hoch steigern, denke ich mal. Und jetzt nochmal von ihr hier. Wo ist sie? Da. Auch 17.000. Also epischer Champion und ein legendärer Champion, die einen Skill haben, der auf LP basiert. Beide denselben LP-Wert, wenn sie auf 60 aufgestiegen und abgegradet sind. Hätte ich mir ein bisschen mehr von dem legendären Champion erwartet. Ich denke, die meisten Champions, die irgendwas mit LP zu tun haben, also sie ist zwar ein defensiver Champion, aber die sind ja meistens so bei 19.000, 20.000. Also da hätte ich schon ein bisschen mehr erwartet, auch wenn sie kein LP-Champion ist. Aber sie hat einen relativ guten Defensivwert. Das heißt, sie kann, denke ich mal, auch viel aushalten, dadurch, dass sie einen hohen LP-Wert und viel Defensive hat. Wenn man das beides sehr schön hochpusht, kann sie sehr, sehr lange durchhalten, denke ich mal. So, dann gucken wir uns jetzt nochmal die neue alte 3 vs. 3 Arena an und wie das Ganze hier mit den Belohnungen aussieht. Also erstmal vom Basar her, wenn man sich jetzt in Bronze aufhält, dann gibt es erstmal das hier. Man kann sich einmal Energie kaufen, 3 EP-Gebräu, ein seltenes Fertigkeitenbuch, wer auch immer seltene Fertigkeitenbücher heutzutage noch benötigt. Silber, 50.000 ist jetzt nicht so die Welt für 200 Goldbarren. Einen antiken Splitter, das finde ich ganz gut, dass man sich antike Splitter im Basar kaufen kann. Also ich glaube, antike Splitter ist eine gute Sache, die man sich holen kann, wenn man genug anspart. Ob der Preis von 1200 jetzt nicht ein bisschen übertrieben ist, sei jetzt wieder dahingestellt. Rang 3 Hühnchen, ich weiß nicht, ob jemand Rang 3 Hühnchen unbedingt braucht. Kann man sich holen, würde ich jetzt nicht machen, würde ich mir lieber antike Splitter holen. Wenn da doppelte Champions rauskommen, kann ich die auch als Rang 3 Hühnchen benutzen. So viel Unterschied vom Preis her, 1200 und 900 ist das nicht. So, dann haben wir hier das erste Schmuckstück, was man sich holen kann. In Silber, wenn man Silber erreichen kann. Mal gucken, wir wissen nicht, wie viele in Silber reinpassen. Dann episches Fähigkeitenbuch, 13.000, das ist schon ein ganz schöner Happen. Lernsplitter 15.000, auch ganz schön. Rang 4 Hühnchen lohnt sich natürlich schon ein bisschen eher als ein Rang 3 Hühnchen, würde aber eher auf die Fähigkeitenbücher und vielleicht auch ein Lernsplitter gehen, wenn ich es auf Lernsplitter ziehen abgesehen hätte, dann das. Aber 15.000 ist schon ein ganz schönes Bröckchen, was man sich zusammensparen muss. Und dann Goldarena, legendäres Fertigkeitenbuch 25.000. Heiliger Splitter 30.000, also ein heiliger Splitter wird mit mehr bemessen als ein legendäres Fertigkeitenbuch. Verstehe ich jetzt auch nicht, weil ich hätte es jetzt eher gedacht, dass die legendären Bücher mehr kosten würden als heilige Splitter, weil die heiligen Splitter kriege ich ja teilweise auch vom Clan-Boss so öfter mal und die legendären Fertigkeitenbücher zwar auch, aber im Shop kann man ja die hier auch schon kaufen und da gibt es ja auch gute Pakete oder ja, gute Pakete, die man sich kaufen kann. Also jetzt ist gerade wieder eins im Angebot, das finde ich gar nicht mehr so schlecht. Und die heiligen Splitter, auf die hat man es ja nicht unbedingt abgesehen. Also anstatt heilige Splitter zu ziehen, kann man sich eigentlich auch massige antike Splitter holen. Also ich sage mal so, ich kann mir hier ja einige antike Splitter holen, im Gegensatz zu denen, wenn ich hier 30.000 für einen heiligen Splitter anspare, kann ich mir ja für 30.000 auch schon fast, ja, sagen wir mal, weiß gar nicht, müsste ich jetzt rechnen, 25 antike Splitter oder sowas holen und da kriege ich definitiv auch epische Champions raus und wenn ich Glück habe, sogar einen legendären. Und wenn ich nur einen heiligen Splitter ziehe, kriege ich nur garantiert einen epischen Champion raus. Aber ob dann auch ein legendärer drin ist, sei ja da auch wieder dahingestellt. Also ich glaube, der bessere Deal wäre tatsächlich, wenn man ein paar Sachen ausgibt, antike Splitter zu holen und die Hoffnung zu haben, in Gold aufzusteigen, um irgendwann auch legendäre Fertigkeitsbücher zu kaufen. Aber ja, das weiß man natürlich nicht. Was ganz gut ist, finde ich aber, dass pro Woche in den Stufen, wenn man sich in den Stufen hält, kann man eine wöchentliche Belohnung bekommen. Das wären jetzt hier bei Bronze 4 zum Beispiel 1070 Goldbarren. Also das heißt, wenn ich mich mehrere Wochen hier aufhalte, zum Beispiel 10 Wochen lang, habe ich ja auch schon mal 10.000 Goldbarren angespart. Zusätzlich natürlich zu meinen Kämpfen, die ich dann machen muss, um mich dort zu halten. Das wird dann natürlich auch mit dazukommen.
Und das sieht natürlich dann auch hier zum Beispiel bei Silber 3400 ist auch schon nicht schlecht. Und dann bei Gold 4 ist es schon 5600 Goldbarren. Das heißt, wenn ich zweimal in Gold 4 bleiben kann, dann habe ich schon 10.000, also über 10.000 Goldbarren angespart. Und davon kann ich mir natürlich schon einiges holen im Shop. Und man sieht auch hier die Unterschiede. Also für einen Kampf in Gold 4, den ich gewinne, kriege ich 45 Goldbarren. Und für einen Kampf in Bronze 1, den ich gewinne, kriege ich nur 5 Goldbarren. Also, es ist aber ganz gut in Bronze 4, dass man hier schon 14 Goldbarren bekommt, also pro Kampf, ne? Wir können uns das anschauen. Das heißt nicht nur pro einmal drei Kämpfe, sondern wirklich pro Kampf. Wenn ich den gewinne, kriege ich 14. Wenn ich den gewinne, kriege ich nochmal 14. Und wenn ich den gewinne, kriege ich auch wieder 14. Ich habe es heute mal ausprobiert. Man sieht, ich habe mir schon mal ein paar organisiert und habe dann geguckt, okay, für den Kampf habe ich 14 bekommen, für den 14 und für den 14. Das ist tatsächlich nicht nur einmal 14 für alle Kämpfe insgesamt, sondern tatsächlich für jeden Kampf, den man gewinnt, kriegt man diese Anzahl an Goldbarren. Das ist schon mal ganz gut, das ist ganz cool. Aber wie gesagt, dieses Shop-System und dieses Bazaar-System, dass es halt legendäre Fertigkeitenbücher nur für die Goldleute gibt und epische Fertigkeitenbücher nur für die Silberleute, das finde ich ein bisschen schade, weil gerade die Leute, die halt hier in Bronze festhängen oder in Silber auch festhängen, die brauchen ja legendäre Fertigkeitenbücher umso dringender und vielleicht sogar auch mal ein Rang 5 Hühnchen umso dringender, um sich die Champions zu leveln, um eben die Bücher zu holen für ihre legendären Champions, damit sie besser werden in der Arena. Weil ohne diese Bücher, ohne bestimmte Abklingzeiten runterzusetzen, und Bücher sind sehr, sehr schwer zu erhalten, wie wir alle wissen, kriegt man es nur an seltenen Stellen, zum Beispiel beim Clan-Boss. Das ist ein bisschen schade. Also, was natürlich von Vorteil ist, dass wir ja jetzt hier wieder Login-Belohnungen bekommen, tägliche Login-Belohnungen, dass dann natürlich auch ab und zu mal so ein Buch mit dabei ist, allerdings hier wieder nur episch, episch. Also an den legendären Büchern haben sie seit der ersten Login-Belohnung leider gespart. Also man kriegt jetzt aktuell, selbst für die 270 Tage, die ja eigentlich mehr sind, kriegt man nur noch die epischen. Am Anfang gab es auch mal legendäre, wenn ihr euch noch daran erinnert, an die ersten Login-Belohnungen, an die 90 Tage, da waren auch legendäre Bücher dabei. Das ist jetzt nicht mehr hier dabei. Das ist ein bisschen schade, weil gerade hier, wenn man uns zwei legendäre oder drei legendäre Champions bisher ja schon gratis gegeben hat mit den täglichen Belohnungen, brauche ich ja auch irgendwo legendäre Bücher, um die zu verbessern. Und wenn ich dann nur epische Bücher bekomme, kann ich ja nur die Champions, die epischen Champions für mich aufwerten. Das verstehe ich halt das System leider auch nicht, warum man das nicht gemacht hat. Ist mir völlig schleierhaft, weil wenn ich schon 270 Tage spiele, brauche ich umso dringender legendäre Bücher und keine epischen Bücher. Und wie gesagt, das Einzige, wo man tatsächlich ja die Bücher herbekommen kann, ist einmal die Fraktionskriege. Da kann man ja, wenn man die Gruften bis zum gewissen Teil abschließt oder wenn man die Bosse besiegt, einmal ein legendäres Buch bekommen, aber nur auf Abschnitt 21. Das heißt, ich müsste jetzt bei allen Gruften ja Abschnitt 21 machen, um ja, wie viel Gruften das auch immer sind, so viel wie Fraktionen es eben auch gibt, Bücher zu bekommen. Und hier gibt es ja dann auch ab einer gewissen Stufe, sagen wir mal, wenn man gewisse Anzahlen an Sterne erreicht hat, hier ab 350 fängt es dann an, dass man auch hier legendäre Bücher bekommt. Aber da muss man natürlich auch erstmal 350 Sterne erreicht haben, beziehungsweise 515 gibt es auch wieder welche und so weiter und so fort. Man sieht, hier gibt es auch drei Stück und hier gibt es auch wieder eins. Also hier lohnt es sich eigentlich am meisten bis dahin, die Fraktionsgruften freizuschalten, weil man hier direkt mal drei bekommt und vorher auch nochmal zwei bis drei bekommt. Aber hier auf der letzten Stufe, die freizuschalten, gibt es leider nur eins. Da lohnt es sich dann gar nicht mehr so großartig, sich wirklich auf die Fraktionsgruften dann zu konzentrieren, finde ich. Also das sind hier so die einzigen Arten, wo man jetzt momentan Bücher bekommt. Fraktionsgruften mit den Sternen freischalten, aber es ist nur eine begrenzte Anzahl, die man bekommt. Und beim Clan-Boss. Beim Clan-Boss, in den höheren Clan-Bossen droppen auch epische und legendäre Bücher. Ansonsten in Dungeons gibt es keine Bücher. In der Arena nur über den Bazaar, aber nur wenn man Gold in der 3 vs. 3 erreicht hat. In der Kampagne gibt es keine Bücher. Also Bücher sind leider ein sehr, sehr eingeschränktes Gut. Und aktuell gibt es hier ein Buchpaket. Legendäre Fähigkeitenbücher 10 Mal. Gibt es auch, glaube ich, noch ein anderes, das noch ein bisschen günstiger ist für 32 Euro oder sowas. Ist tatsächlich eine Überlegung wert, weil es gibt 1,5 Millionen Silber und 1000 Juwelen für 54 Euro. Ist tatsächlich für die Anzahl an legendären Büchern
eins der günstigsten Pakete, wo es legendäre Bücher drin gibt, muss man dazu sagen. Also sonst gibt es meistens nur 5 legendäre Bücher und 10 epische und das auch für 54 Euro oder sowas. Und da sind meistens auch gar nicht so viele Juwelen oder so viel Silber dabei. Von daher eins der besseren Angebote, was Bücher betrifft oder legendäre Bücher betrifft. Ja, lasst mich doch mal in den Kommentaren wissen, was ihr von den ganzen Updates haltet, was meint ihr zu diesem Champion Rebalancing und was meint ihr zu den neuen Login-Belohnungs-Champions, wer würde euch am meisten da vielleicht helfen, wie würdet ihr sie ausrüsten, also das wäre auch was, was mich sehr interessiert, also wie würdet ihr die Champions ausrüsten, welche Sets denkt ihr funktionieren bei ihnen am besten und wo seid ihr aktuell in der Arena, was könnt ihr euch schon aktuell in der Arena holen, weil ich glaube, die ersten werden jetzt in Silber 1 angekommen sein. Ich habe es leider ein bisschen verpennt gehabt, habe die letzte Arena-Phase dann nicht mehr gekämpft gehabt groß und bin in Bronze geblieben, werde das jetzt aber nachholen, dass ich dann auch in die Silberliga aufsteige und ja, in Gold dürfte aktuell ja noch keiner drin sein. Deswegen lasst es mich mal in den Kommentaren wissen, was ihr davon haltet. Und ich hoffe, ein Däumchen ist immer ein Träumchen. Wir sehen uns beim nächsten Video, wenn ihr abonniert habt und die Glocke läutet und so weiter und so fort. Ihr wisst Bescheid. Also, tschüssikowski, meine lieben Freunde. Bis zum nächsten Mal.